Der tschetschenische Machthaber Ramsan Kadyrow hat verlauten lassen, dass es an der Zeit wäre, Ostdeutschland zurückzuerobern. Das bekräftigte er in einem Interview im russischen Staatsfernsehen. Zuvor beklagte sich Kadyrow über Bundeskanzler Olaf Scholz. Er thematisierte den Besuch von Scholz bei Putin. Scholz sei anfangs flink und weich wie ein Panda gewesen und jetzt würde er von oben herab sprechen und hasserfüllte Aussagen tätigen, so der Tschetschenen-Anführer. Gorbatschow oder wer auch immer hat unsere Truppen von dort abgezogen. Sie hätten als Verräter bestraft werden müssen, damit sie ihren Platz verstehen. Wir sollten dorthin zurückkehren, es ist unser Gebiet. Das Interview teilte der ukrainische Politiker Anton Geraschenko auf Twitter. Es war eine Fehlentscheidung unserer früheren Führung, das muss geändert werden. Wir müssen dort langsam eindringen, damit wir sie jederzeit kontrollieren können. Dazu schrieb Geraschenko, dass Deutschland Acht geben müsse. Kadyrow hat behauptet, dass Ostdeutschland ihr Territorium sei und sie sollten dorthin zurückkehren.